Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind am Start mit der 15. Episode. Heute geht es unter anderem gegen den VfL Wolfsburg. Das heißt, wir sind im Nordderby. Das wird auf jeden Fall eine interessante Partie und auch die zweite ist an Spannung kaum zu überbieten. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich selber freuen. Ihr wisst, es ist die beste Unterstützung und ich weiß ganz genau, wie sehr ihr den Hannover 96 Karrieremodus liebt bzw. mögt. Und deswegen zeigt mir das auf jeden Fall auch unter diesem Video. Für die Leute, die das interessiert, wegen der Hausarbeit, die ich ja angesprochen habe, in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse, also guck lieber auf Facebook vorbei, ist ein Link zu dieser, das ist wie gesagt 16 Seiten, ist eigentlich hätte das vor dem letzten Spiel lesen müssen, also gegen Leverkusen, ist aber nicht so wild, ich denke mal trotzdem kann man die sich immer noch geben, wenn man Bock drauf hat und wie gesagt, ist auf Facebook und vielleicht auch in der Videobeschreibung. Wir stellen unsere Mannschaft auf für das Spiel gegen den VfL, wird auf jeden Fall alles andere als einfach. Wolfsburg ja für Hannover in den letzten Jahren zumindest eigentlich immer, ich sag mal, in Ordnung gewesen, ne? Letzte Saison 2-2, zumindest im Rückspiel auswärts, dann diese Saison 1-1, davor haben wir auswärts 3-1 gewonnen, mit 2 Tore von Bittencourt und 1 von Rudnevs, eigentlich auch Ironie des Schicksals, sowas mal passiert ist, zu Hause dann mal 2-0 gewonnen, aber dann haben wir 3-1 verloren, also es ist immer so ein bisschen ein breites weit gefächertes Spektrum, wie auch immer man es nennen möchte, auf jeden Fall kann theoretisch alles passieren und was passiert wird, das werden wir auf jeden Fall gleich mitbekommen. Die Elf, die auf dem Platz stehen wird, ist ein bisschen verändert, unter anderem mit Benchop in der Sturmspitze. Das liegt natürlich daran, dass wir ein bisschen rotieren wollen im Pokal. Auch Nadib kommt natürlich mal wieder zum Einsatz. Ich weiß gar nicht, wen ich auf links spielen lasse. Ist es tatsächlich Beere? Lasse ich Beere spielen? Lasse ich Karaman spielen? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist alles verändert und Tim Diersen wird anscheinend nicht auf der linken Seite spielen, oder? Vielleicht wird das auch. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall wird irgendwas. Albonus? Kann auch sein. Prip? Nee, Sorg? Ja. Ich weiß es nicht. Irgendwas werden wir auch schon bald schon gedacht haben. Von daher gehen wir jetzt einfach rein ins Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann gleich wieder. Hoffentlich mit 3 Punkten. Hannover 96 empfing den VfL Wolfsburg zum Niedersachsen-Derby in der HDI-Arena. Natürlich nicht das eigentliche Derby, das die Hannoveraner austragen wollten, aber da der so ungeliebte andere Nachbar aus Niedersachsen momentan nicht im ersten Fußballhaus zu Gast ist, da waren die Wolfsburger der nächste Rivale, der hierher kommen musste und momentan hinter den Hannoveranern stand. Die letzten Jahre war Wolfsburg immer vor Hannover gewesen. Jetzt momentan trennen diese beiden Mannschaften 3 Tabellenplätze und natürlich wollte Wolfsburg ein bisschen heranrücken an die Männer aus der Landeshauptstadt. Statt die in rot gekleideten Hannoveraner heute mit einer B11 mussten ein bisschen rotieren und teilweise ausweichen. Bei Wolfsburg sah das Ganze ja relativ anders aus. Die spielten so gut wie mit der AF Hannover bisher die beste Defensive der Liga. 15 Gegentore, das ist bisher eine ordentliche Bilanz auf jeden Fall bei den Hannoveranern. Heute stand allerdings einer im Tor, der noch nicht so viel gezeigt hatte für die Männer aus Niedersachsen. Und zwar Polner, die Leiger vom AS Monaco anstelle von Samuel Radniger. Davor dann Matthias Johansson, Neuzugang von Alkmaar, Mario Yoshida, Felipe und Oliver Sorg auf links. Schmiedebach und Salif Sané auf der Doppel-6. Linkes Mittelfeld, Migo Albornoz, der seine Offensivqualitäten ein bisschen mehr zum Einsatz bringen sollte und davor dann natürlich noch Jerry Mbakogu und in der Sturmspitze und auf der 10 Charlison Benchop. Auf der anderen Seite haben wir im Tor natürlich Diego Benaglio, davor Sebastian Jung, Robin Knoche, Tim Klose, Marcel Schäfer, auf der Doppel-6 Joshua Gilavogi und Luis Gustavo, dann Daniel Caligiuri, Julian Draxler, Kevin Volland, Neuzugang von Hoffenheim und Max Kruse in der Sturmspitze. Das heißt A11 bei Hoffenheim, A11 bei Wolfsburg, Entschuldigung, auf der anderen Seite B11 so ein bisschen zumindest bei Hannover 96 und natürlich muss man noch dazu sagen, dass Hoffenheim momentan extrem geschwächt ist aufgrund des Abgangs von Volland. Bisher klasse Partien für die Wolfsburger gemacht. Heute war er zunächst mal nicht im Vordergrund, sondern die 96er, die richtig gut reinkamen. Felix Klaus, das mit der Flanke auf den Bakogu, ja, das war schon mal halbwegs gefährlich. Der Nigerianer kommt aber nicht genug zum Abschluss. Andere Seite, da haben wir Kevin Volland. Wie gesagt, momentan sehr, sehr stark in Form gegen Mico Albornoz, der ja mittlerweile nicht mehr so stark in der Defensive ist, mehr auf die Offensive beschränkt ist. Hier kommt auch locker die Flanke von Jung in die Mitte, aber Nadir ist dann da und kann ihn relativ sicher aus der Luft pflücken. Wolfsburg versuchte mehr nach vorne zu spielen, verlor aber den Ball öfter schon im Spielaufbau. Das ist wieder Mico Albornoz, der mit einem schönen Ball auf die andere Seite auf Felix Klaus, der auf rechts beginnen durfte. Die Flanke in die Mitte und da ist ein Bakogu. 1-0, 17. Minute, der Ersatzstürmer. Vor der Saison von Karpi gekommen, eigentlich als A-Stürmer geplant, mittlerweile verdrängt von Mevlüt Erdinç, trifft zum 1-0 für die Landeshauptstädter. Klasse Flanke von Felix Klaus, Ex-Freiburger, auf den Mann aus Nigeria und der mit seiner zweiten Kopfballchance macht das 1-0. Hannover spielte befreit, auch von Wolfsburg kam nicht wirklich viel in dieser Phase der Partie. Wir schwingen in die ja ungefähr 33. Minute, das ist wieder ein Bakogu, der jetzt natürlich beflügelt war von seinem Tor. Die Flanke in die Mitte. Benchop kommt aber nicht mehr ganz an den Ball ran. Es wäre das zweite Kopfballtor eines 96-Stürmers gewesen. Wieder der Ball in die Mitte. Felix Klaus versucht es hier mit einem Schuss, aber der war doch deutlich vorbei. Kurz vor der Halbzeit nochmal die Chance für den Ex-Freiburger. Aber es kam nicht mehr wirklich viel von Hannover. Wir springen in die zweite Halbzeit. Da wurde es dann direkt wieder mehr. 49. Minute im Bakogu mit der Flanke. Aber abgefälscht, es gibt den Eckball für die Roten.
Bei Ecken sind sie gefährlich, wir haben ja gerade schon gesehen, Kopfballstärke sind sie. Ecke von Schmiedebach, aber rausgeschlagen und da steht Mikko Albornoz. Versuch mit recht schöner Versuch, gerade noch so abgewehrt, von Jung zur nächsten Ecke geklärt. Das war gar nicht mal ja, so souverän, wie die Wolfsburger das verteidigen. Nächste Ecke wieder von Schmiedebach, da ist Salif Sané mit dem Kopfball und wieder ganz, ganz knapp nur geklärt von der Wolfsburger Defensive. Offensiv kam übrigens von den Wölfen absolut überhaupt nichts. Und dann springen wir in die 60. Minute, wieder Hannover, Felix Klaus mit dem Rückpass auf Johansson, der Schwede, auf Salif Sané. Und der hat viel zu einfach. Wunderbarer Pass auf Charlie Benchop. Allein auf weiter Flur vor Benayo. 2:0. 60. Spielminute. Die Vorentscheidung in der HDI Arena. Und das war klasse gemacht vom Senegalesen. Und auch ein wunderbarer Abschluss vom Niederländer. Das war viel zu einfach, wie die 96er sich da durchkombinieren konnten durch die Defensive der Wolfsburger, die erschreckend schwach heute spielte. Robin Knoche und Tim Klose kamen beide nicht so wirklich zurecht mit den Offensivakteuren der Hannoveraner. Sané mit dem schwachen Fuß, mit dem Superpass. Und Benchop wird dann nicht genug attackiert. Benayo ist im Endeffekt chancenlos. Von Wolfsburg kam weiterhin nichts. Sie versuchten in die Offensive zu kommen, aber wurden meist von Felipe gestoppt, der eine unglaublich solide Partie macht, versucht dann sogar mal nach vorne zu gehen, aber das war doch dann zu viel des guten Josua Gilavogi unterbricht ihn und leitet mal den Konter ein für die Wolfsburger. Die hatten tatsächlich mal eine Offensivaktion. Kevin Volland hier setzt sich auf der Außenbahn durch gegen Oliver Sorg. Die Flanke in die Mitte war dann deutlich zu schwach und im Endeffekt kann Felipe fast klären. Der Schussversuch nochmal von Julian Raxler, aber Nadir ist da und wirft den Ball raus, allerdings relativ schwach, denn Wolfsburg bleibt im Ballbesitz und nochmal der Ball auf André Schürrle. Plötzlich 2:1. Zumindest dachten, dass die mitgereisten Fans für Augenblick, allerdings war es doch klares Abseits des deutschen Nationalspielers. Schürrle also nicht mit seinem nächsten Tor für die Wölfe. Wäre auch unverdient gewesen, war nämlich der erste Torversuch überhaupt in dieser Partie für die Wolfsburger. Naja, Hannover also ein bisschen unter Druck geraten, hier nochmal mit einer Chance für die Wolfsburger. Nadie zeigt aber auch mal, dass er fliegen kann und macht das hier ganz gut. Auf der anderen Seite, wir springen in die 83. Minute, nochmal Hannover in der Offensive, der eingewechselte Kenan Karaman macht das da klasse und wird gefoult von Sebastian Jung, gibt nochmal einen Freischuss nach knapp 84 Minuten und das ist eine relativ aussichtsreiche Position für den Linksfuß, Rechtsfuß, Karaman. Und der versucht es auch als einziger Freischütze, der noch übrig geblieben ist, einfach mal direkt. Das sah gar nicht mal so schlecht aus. Aber Benayo fliegt umsonst, denn er muss hier nicht mehr eingreifen. Hannover war trotzdem das überlegene Team, auch in der Schlussphase als einziges Team mit Chancen. Nochmal ein Kopfball und dann ist fast das Tor da. Aber Sané lupft den Ball über den Kasten. Benayo verhindert, dass der Senegalese seinen Treffer gegen die Wolfsburger erzielt. Und somit gewinnt Hannover im Endeffekt nur mit 2:0 gegen den VfL. Es war eine einseitige Partie. Hannover war deutlich besser in der Partie als die Wölfe, die ja, niedersächsische Landeshauptstadt besiegt, also die ja, andere niedersächsische Kleinstadt, die VW-Stadt, und das ja, relativ souverän. Momentan steht Hannover im internationalen Geschäft. Die Wölfe können nicht an Hannover anknüpfen und stehen weiterhin auf Tabellenplatz Nummer 8. Bitte raten für die Wölfe, gut für Hannover. Ja, Freunde, der Linksfuß, nicht Kenan Karaman, der hat mal gezeigt, dass er zumindest teilweise mal wieder die Chance bekommen sollte zu spielen. In Realität momentan baut Schaf ja nicht auf ihn, allerdings finde ich den ja persönlich immer noch cool und bin der Meinung, dass der definitiv mal seine Chancen bekommen sollte, auch bei mir im Karrieremodus. Auch wenn er nur ein 66er Rating hat, warum eigentlich nicht? Das Rating muss nicht mal was heißen und die Chance hat auf jeden Fall jeder mal verdient. Wir scouten ein paar Spieler, unter anderem Haris Seferovic, der in Realität momentan so ein bisschen im Clinch mit Armin Felix und Felipe Santana, der mittlerweile abgewandert ist zu Kuban Krasnodar, bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall irgendwo nach Russland, meine ich. Wir spielen in der nächsten Partie gegen Werder Bremen. Das ist das zweite Nordderby für diese Episode. Auf jeden Fall auch wieder eine spannende Geschichte. Denn gegen Bremen wird es immer gerade in den Auswärtsspielen relativ eng. Letzte Saison gab es ein 3:3, wenn ich mich recht erinnere. Da haben wir in der 90. Minute noch das Tor kassiert durch, war es Davy Selke? Ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall hat Lorenzen, unser Arminia Bielefeld-Karrieremodus da, da sein erstes Tor für die Bremer geschossen. Seitdem war der auch nie wieder ein Faktor bei denen. Aber das ist ja typisch für 96. Treffen immer die, die normalerweise niemals treffen. Und ich hoffe, dass es heute nicht so werden sollte. Wir werden natürlich wieder ein bisschen umstrukturieren. Unsere Elf muss umgestellt werden. Rusnak wird auf der 10 spielen. Natürlich rückt Erdinsch wieder zurück ins Sturmzentrum, nachdem jetzt gerade Benchop und Bakogu in der Offensive spielen durften, was natürlich daran lag, dass sie dann auch mal eine Pause brauchen. Sané rückt ganz raus aus dem Kader. Leroy Fer und Ivar Fossum spielen wieder auf der Doppel-6, wie sie gehabt ist. Und Uwe Bech geht auch wieder auf die rechte Seite, auch wenn Felix Klaus, ihr habt ihn ja gefordert. Ich bin ja in Realität kein Fan von dem, weil der Typ einfach nichts kann außer laufen. Aber in FIFA, naja, es war in Ordnung und von daher hat er zu Recht seine Chancen bekommen, hat sich auch bewiesen, aber Bech gefällt mir immer noch besser und gerade weil ich in Realität auch so mag, wird er weiterhin aktiv sein. André Hoffmann rückt in die Innenverteidigung vor, das ist dann zusammen das Duo mit dem Marcelo, der angeblich abwandern soll. Ja, ist momentan bei Beşiktaş auf dem Zettel, ist angeblich auch gerade in Istanbul zu Vertragsgesprächen, hat sich schon von der Mannschaft verabschiedet, sehr, sehr bitter für 96, sage ich gleich am Ende der Episode noch was zu. Aber auf jeden Fall spielt er heute zusammen mit ja, Hoffmann in der Innenverteidigung. Ich bin gespannt, wie es werden wird. Ich bin gespannt, wie sich Bremen präsentiert. Wir werden uns auf jeden Fall ja nach dieser Partie gleich wiedersehen. Hoffentlich mit den nächsten 3 Punkten aus dem nächsten Nordderby. Ich bin gespannt und wir sehen uns dann gleich wieder.
Die traumhaften Tore aus dem Hinspiel sollten heute ihre Fortsetzung finden im Weserstadion. Hannover 96 zu Gast bei den Bremern. Und der Stadtstaat wollte natürlich heute in den 96ern so ein bisschen Strich durch die Rechnung machen. Momentan sieht es sehr, sehr gut aus in den Europa-Ambitionen der Roten. Und bei den Grünen, naja, es läuft noch nicht ganz so gut. Das heißt, heute soll im Idealfall noch ein bisschen was passieren. Auf Platz 7 stehen sie, 4 Punkte hinter den Hannoveranern, 2 Punkte hinter Hoffenheim. Das heißt, sie sind nicht weit entfernt vom internationalen Geschäft, aber eben diese 2 Punkte. Und wenn man gegen Hannover verliert, dann sieht das Ganze nochmal ein bisschen bitter raus. Und in letzter Zeit lief es gegen die Hannoveraner nicht mehr so gut wie in der Vergangenheit. Trotzdem wollte man natürlich heute mit momentan dem 5. besten Torschützen der Liga, Anthony Uggia, für Gefahr vor dem Kasten von Samuel Radlinger sorgen. Der momentan immer noch die beste Defensive der Liga vor sich hat. 15 Gegentore bisher. Das sollte heute ein bisschen gesteigert werden, zumindest aus Bremer Sicht. Wir schauen uns die Startelf der Männer aus dem Weserstadion einfach mal an. Felix Wiedwald im Kasten davor, Theodor Gebreselassie, Yannick Westergaard, Asani Lunkemia und Santiago Garcia. Philipp Bargfrede auf der 6. davor, Zlatko Junuzovic, Clemens Fritz, Finn Bartels, Özkan Yildirim und in der Sturmspitze der angesprochene Nigerianer Anthony Uggia. Auf der anderen Seite saß der Nigerianer nur auf der Bank. Jerry Mbakogu stand nicht in der Startelf der Hannoveraner. Dafür war Mevlüt Erdemir zurückgekehrt. Radlinger im Kasten davor, Leandro Bakuna, Marcelo Hoffmann und Primpe. Komplett verhinderte Defensive im Vergleich zum Spiel gegen Wolfsburg. Davor Leroy Fern, Ivar Foss um die Standard Doppel-6, Uffe Bech, links Alain Saint-Maximin, dann Albert Rosnack und in der Sturmspitze der eben angesprochene Türke, ja, Mevlüt Erdemir. Claudio Pizarro bei den Bremer nur auf der Bank. Zu Saisonbeginn war er noch ein absolut gesetzter Stammspieler. Mittlerweile hat sich Uggia da gefestigt und man baut auf eine Spitze anstelle von Doppelspitze. Das heißt, weniger Gefahrenpotenzial vom gegnerischen Kasten oder auch nicht. Wir werden schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Hannover ließ sich ordentlich Zeit beim Anstoß. Allerdings ja, das Ganze auch nur, um sich perfekt zu strukturieren und sich nochmal einzuschwören vor dieser Partie und um sich natürlich perfekt darauf vorzubereiten, was jetzt folgen sollte. Wir springen direkt mal, bleiben direkt mal in der ersten Szene. Das ist Ivar Fossum auf Leroy Föhr und der schickt auf der Außenbahn Alain Saint-Maximin. Der versucht sich durchzusetzen und flankt einfach mal in die Mitte. Da steht Albert Rosnack und dann fällt Erdinsch ab, die Latte rettet. Es war abseits vom Türken, aber das zeigte direkt mal die Ambitionen von Hannover und die spielten in der Anfangsphase richtig gut nach vorne. Von Bremen kam gar nichts. Im Gegenteil, die hatten richtig Fehler. Wiedwald mit dem schwachen Abschluss und Rosnack versucht, die Latte rettet beim slowakischen Schuss. Das war richtig gefährlich da. Also fast der Rückstand für die Bremer. Hannover machte weiter. 7. Minute, der Eckball nach außen geschlagen. Da steht Mevlüt Erdinsch und der Versuch, Volley. Das war ein klasse Versuch, Felix Wiedwald. Gerade so kriegt er die Hände dann noch ran. Es war sehr, sehr knapp in der Anfangsphase und sehr, sehr bitter für die Bremer, denn die bekamen gar nichts zurecht. Wieder Wiedwald, muss ich die Flanke von Uwe Bech klären. Der schwache rechte Fuß, aber trotzdem eine gute Flanke. Gerade so nochmal zum Eckball geklärt. Der Eckball sollte aber auch seine Gefahr zumindest in sich haben. Wir gucken uns den ganz einfach mal an. Reingebracht von Albert Rosnack, ist Standardspezialist bei den Roten, flankt da rein und da ist Ivar Fossum, kommt nicht ganz ran. Aber nochmal ist es Rosnack mit der Flanke in die Mitte. Erstmal abgewehrt von Asani Lukimia, aber nochmal scharf gemacht von Alain Saint-Maximin oder auch nicht. Leroy Föhr nochmal auf Saint-Maximin und der mit dem Ball zurück auf den Niederländer. Der versucht es mit ja, dem Flankenball, beziehungsweise dem Pass in den Rückraum und da steht Ivar Fossum. Aber kein Problem für Wiedwald, es blieb beim 0:0. Weiter Hannover in der Offensive, aktiv von Bremen, kann absolut überhaupt nichts. Genauso wie Wolfsburg hatten sie die komplett hinten eingeschnürt. Die nächste Chance ist es dann hier in der Offensive, aber das ist nicht so gefährlich. Wiedwald kann den Ball relativ locker klären. Trotzdem versucht Hannover weiter sein Glück. Der Ball auf Mevlüt Erdinsch kommt aber nicht durch. Er holten sich selber wieder. Wiedwald mit der nächsten Parade. Er war der einzige Mann, der der Grund war, warum es hier noch 0:0 stand. Zweite Halbzeit, Bremen traute sich endlich mal nach vorne. Das ist Philipp Bargfrede mit dem Ball auf Clemens Fritz und der ist im 16er und trifft selber die Latte. Die erste Chance der Bremer. Ungleich richtig gefährlich. Glück für Radlinger, dass es hier beim 0:0 blieb. Aber er leitet direkt den Konter ein über Mevlüt Erdinsch. Aus dem wurde nichts und Bremen versucht so wieder zu kontern und zwar selber. Das ist Özkan Yildirim, zieht der Klasse in die Mitte, macht das an sich sehr, sehr gut. Der Schuss versucht dann aber ja, nicht so stark. Radlinger kommt da ran. Andere Seite, das ist Ivar Fossum im 16er, macht das klasse. Der Norweger, der Schussversuch, aber wieder zu schwach für Wiedwald. Es blieb beim 0:0. Das sollte einfach noch nicht so wirklich sein mit den Toren, aber Hannover war trotzdem weiterhin näher dran. Schwacher Spielaufbau der Bremer, das ist Leroy Föhr und der versucht es einfach mal auf eigene Faust, aber Wiedwald ist wieder da. Blieb beim 0:0. Und Hannover verzweifelte so langsam ein bisschen. Hat allerdings weiter gute Ideen. Wieder Third, diesmal auf Fossum und der ist alleine im 16er. Und der macht es auch alleine und diesmal steht es 1:0. 78 Minuten gespielt. Bremens Defensive hatte lange irgendwie durchgehalten gegen starke Hannoveraner. Und dann ist der Norweger doch da. Und nach der Vorlage seines Sechserpartners Leroy Föhr macht er hier das 1:0. Es geht viel zu einfach, der Pass. Ja, der ist komplett alleine. Asani, Lukimia und Westergaard haben nicht genug aufgepasst. Wiedwald ist chancenlos gegen den Klasseabschluss des Norwegers. Dementsprechend 1:0. Bremen versuchte zurückzukommen, versuchte zu antworten. Allerdings, ja,
weniger erfolgreich. Die Flanke hier in die Mitte, nicht gefährlich, oder doch? Uja steht im Abseits und dementsprechend keine Gefahr für den Kasten von Samuel Radlinger. Dann kam Uwe Beck, setzt sich aus dem Durchgang Santiago Garcia, der war schon ein bisschen außer Puste. Der Däne macht das klasse, zieht in den 16er hinein und Karaman stellt sich perfekt hin. Mittlerweile eingewechselt, der Türke mit dem 2:0, 86. Minute, die Entscheidung im Weserstadion Hannover mit dem 2:0. Es war in der Menge der Chancen zumindest verdient, es sah aber in der gesamten zweiten Halbzeit nicht so aus, als ob Hannover überhaupt ein Tor schießen sollte, und plötzlich waren sie doch effektiv von den Kasten. Beck macht das klasse, wartet lange und Karaman kann den Ball sogar annehmen. Im 16er darf niemals sein, Wiedwald ist absolut chancenlos. Hannover hatte immer noch nicht genug. Mevlüt Erdinç mittlerweile rausgenommen, dafür Arthur Soböck in der Partie, den sehen wir hier, und der kriegt den Ball aufgelegt, wieder von Kenan Karaman. Wunderbares Zusammenspiel der beiden Stürmer. Soböck geht in den 16er, Soböck zieht aus Spitzenwinkel ab, macht das 3:0, 93. Minute in der Nachspielzeit, die endgültige Demütigung für die Bremer. Hannover lässt sich absolut keine Punkte momentan nehmen, nein, sie zerstören sogar die direkten Rivalen, zuletzt Wolfsburg auf Platz 8 und jetzt Bremen auf Platz 7, beide mit mehr als zwei Toren weggeklatscht, beziehungsweise mit mehr als einem Torabstand weggeklatscht, und beide natürlich auch noch 2:0, die beste Defensive der Liga. Es sieht so aus, als ob sie tatsächlich einziehen sollte in die Europa League. Momentan läuft das einfach wunderbar. Arthur Soböck eingewechselt, trifft sogar auch mal wieder, der Pole erfolgreich nach der Klassenvorlage von Kenan Karaman, und der nach seinem guten Freischuss gegen Wolfsburg spielt sich langsam so wieder ein bisschen in den Kader von 96 und in die Herzen der Fans. Hannover 96 gewinnt das zweite Nordderby in zwei Wochen mit 3:0 auswärts in Bremen. Wer hätte das gedacht? Hannover gewinnt in Bremen, ist normalerweise schon utopisch. Hannover gewinnt 2:0 in Bremen, erst recht utopisch. Hannover gewinnt 3:0 in Bremen. Absolut utopisch. Wird niemals so passieren in Realität, aber soll mir egal sein, solange es im Karrieremodus passt, denn hier sind wir wenigstens auf den internationalen Plätzen und nicht auf dem letzten Tabellenplatz. Es läuft perfekt, besser kann es gar nicht laufen. Wenn wir in der Europa League kommen, dann haben wir auf jeden Fall gute Transfers gemacht, und dann beweist das auch, dass das alles in Ordnung war, was wir bisher so getan haben. Das Problem ist die Realität, da möchte ich ganz kurz nochmal zu sprechen drauf kommen. Wie gesagt, die Hausarbeit entweder in der Videobeschreibung oder auf Facebook und der Wechsel von Marcelo. Ich sag mal so, es ist schwer neben Schulz gut auszusehen diese Saison, allerdings hat er auch nicht so gut gespielt. Trotzdem ist ein Wechsel von ihm gerade für 2 Millionen, wenn der Marktwert 4 Millionen ist, sehr, sehr bitter. Natürlich will man ihn, wenn dann, verkaufen mit noch ein bisschen Geld, weil wenn wir in eine zweite Liga gehen, was momentan so aussieht, ist ablösefrei. Insofern kann ich es verstehen, aber ob es so einfacher wird, ich bezweifle es. Ja, ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen laufen werden. Es wird alles andere als einfach. Hier im Karrieremodus sieht es deutlich besser aus und dementsprechend konzentrieren wir uns darauf. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wenn ihr alles, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann weiter ein Angriff auf die Champions League oder Europa League. In Realität sieht es ganz, ganz schlag aus. Da soll mir aber egal sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.